Was man ja oft auch hört, ist, dass manche Menschen erst noch ihren Frieden machen müssen, bevor sie gehen können, bevor sie loslassen können oder sterben können mit anderen Menschen, mit sich, vielleicht mit irgendwas, was in ihrem Leben passiert ist. Ist das so? Ja, aus Erfahrung kann ich sicherlich sagen, dass das so ist. Am Ende des Lebens geht es sehr viel um menschliche Beziehungen, fast ausschließlich. Und da kommt natürlich die eine oder andere Frage auf, was ist im Leben gut gegangen, was ist nicht gut gegangen, was muss vielleicht noch geregelt werden. Natürlich kann man ungelöste Familienkonflikte am Ende des Lebens nicht unbedingt auflösen. Aber es gibt natürlich Menschen, die möchten noch ihren Liebsten noch was mitgeben und warten dann auch auf sie. Also es gibt schon auch in der Praxis immer wieder Sterbende, die darauf warten, dass noch Besuch von dem Sohn, der Tochter oder sonstigen Verwandten oder Freunden kommt, um wirklich Abschied nehmen zu können. Bevor sie gehen können. Also. Bevor sie dann auch gehen können, ja. Okay. Kann man denn als Angehöriger einem Sterbenden noch was Gutes tun, ihn irgendwie besonders sinnvoll unterstützen oder begleiten? Ja, im Grunde genommen sind es die kleinen Dinge am Lebensende. Also wichtig ist natürlich, die Bedürfnisse des Sterbenden zu berücksichtigen, wenn man die Bedürfnisse weiß. Manchmal sind es so kleine Dinge wie zum Beispiel Mundpflege. Die Menschen am Lebensende essen und trinken in der Regel nicht mehr, haben dann ihren trockenen Mund. Das ist ein unangenehmes Gefühl. Und wenn man da eine fachgerechte Anleitung hat, tut dem Sterbenden das sehr, sehr gut. Das ist so ein kleiner Liebesdienst, man kann auch was tun. In der Regel ist es aber eher so die Ruhe, die Menschen im Sterben brauchen. Ruhe, das Dasein, aber auch mal allein zu sein oder allein sein zu dürfen. Was sehr, sehr gut ist, kein Aktionismus am Sterbebett. Weniger ist mehr. Wahrscheinlich auch das Sterbende und das Schwierigste, auch für Angehörige. Ja, und weil es eben so schwierig ist oder so sehr schwer ist, bieten wir auch vom ambulanten Hospizdienst immer mal so Kurse für die Bevölkerung an, für die Laien. Das sind die Letzte-Hilfe-Kurse. Da bekommt man eben auch nochmal so ein bisschen Know-how für diese schwere Zeit. Wie kann ich meinen Angehörigen oder Liebsten unterstützen? Eine sehr wertvolle Unterstützung. Total, ja. Dankeschön.